Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction. Mein Name ist Dinkelfil. Ihr seht hinten, ja, da in meinem Regal steht Y-Food. Und zwar, ich habe sogar hier noch einen Y-Food-Shaker, den ich damals aus meiner Partnerschaft bekommen habe. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Ich war Y-Food-Partner oder ja, ich bin Y-Food-Partner gewesen und finde das Produkt auch super weiterhin. Da ist mir auch wirklich egal, was wie ich hier vollgebabbelt werde von vielen. Es war richtig nice. Ich habe echt auch sehr oft benutzt im Stream und bin auch nach wie vor grundsätzlich von dem Produkt überzeugt, aber dickes F, Nestle steigt bei Y-Food ein und ich habe eigentlich, als ich das gehört habe, habe ich auch direkt meinem Management gesagt, das geht eigentlich gar nicht, weil, ja, also erstens habe ich mich bei Ankerkraut auch komplett drüber aufgeregt, weil ich Ankerkraut benutzt habe und dann Nestle drin ist und Nestle versucht man ja eigentlich mal in irgendeiner Art und Weise zu vermeiden, also die meisten und ich persönlich, ich finde, es ist ein Unterschied, ob du da halt mal Produkt kaufst, wo Nestle irgendwie mit beteiligt ist oder ob du halt indirekt über mehrere Ecken, aber trotzdem von dem Konzern bezahlt wirst, ja. Und das war halt für mich persönlich einfach so ein Punkt, ich will nicht von Nestle bezahlt werden, so. Wisst ihr, was ich meine? Und das war so mein Statement, warum ich halt dann auch direkt meine Partnerschaft gekündigt habe, fristlos, ja. Und seit 1. März bin ich jetzt kein Partner mehr. Ich will auch noch ganz kurz vorneweg sagen, die Leute, die mir am meisten auf den Sack gehen, sind jetzt die, die aus ihren Löchern gekrochen kommen. Die aus den Löchern gekrochen kamen und mir einen von der Bubble hier erzählen wollen, von wegen, ja, also das war ja vorher klar, dass Y-Food zu Nestle geht, weil da ist ja Frank Thelen mit drin. Schnauze. Ich bin gespannt. In 2022 kauft Nestle rund 85% der Firma Ankerkraut, einem Startup, das sehr beliebt war und von einigen Influencern wie LeFloid, Freiraum Reh oder Sturmwaffel beworben wurde. Die Reaktionen darauf? Eher nicht so nice. Seele verkauft, wie ich diesen Tweet ansehe. Flop, nutzt uns. Antwort an Ankerkraut. Halt's Maul. Okay, das war also nicht ganz so choral von Ankerkraut, könnte man behaupten. Und vielleicht könnte man sogar behaupten, dass... Es wird so gerne die... Glaubt ihr eigentlich, dass Ankerkraut jetzt Einbüßen gemacht hat durch Nestle? Oder glaubt ihr, dass das funktioniert? Es kann natürlich... Also, wo ich natürlich so Handshake gehen muss, wo ich wirklich sagen muss, ne? Also, ich habe jetzt wahrscheinlich eh schon Hate-Kommentare bekommen, aber... Was natürlich wirklich funktionieren oder was natürlich sein kann, was funktioniert hat, dass die sich halt so gut in den Markt integriert haben, dass die von der Influencer-Zielgruppe nicht mehr als relevant eingestuft worden sind und deswegen weiter gute Absatz erzielen können. Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Dass sich andere Firmen daran ein Beispiel nehmen würden. Aber blöderweise verwenden die Eigentümer von Y-Food anscheinend den Internet Explorer und haben das nicht mitbekommen. Denn am Dienstagnachmittag hat sich ausgerechnet Nestle Anteile von Y-Food gekauft. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und herzlich willkommen zurück. Die Begrüßung ist wirklich manchmal ein Grund, warum ich mir seine Videos nicht anschaue. Ich finde auch grundsätzlich, so eine einheitliche Begrüßung oder so einen Spruch zu haben, ist wirklich YouTube 2012, 2014. Das ist einfach wirklich egal. Und ich finde seine Begrüßung immer ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Konstruktives Feedback. Ich weiß, ich bin auch anstrengend. Ist so meine Meinung. Richtig gehört. Heute geht's um Y-Food. Das kennt auf YouTube Banane, beste Sorte. Jeder. Ja, wer hat dafür alles schon Werbung gemacht? Ein Unge, ein Trimax, Elotrix, Rezo, Sami Slimani. Habt ihr gewusst, dass der immer noch aktiv ist? Ich habe for real immer geglaubt, dass der so 2017 oder so aufgehört hat. Aber apropos 2017, ja, das war das Jahr, in dem zwei junge Revolutionäre, na, Ben Kremer und Noel Bollmann, das Startup-Unternehmen Y-Food gegründet haben. Das Konzept an sich ist ja auch gar nichts Neues. Ja, einfach ein Drink, der eine Ersatzmahlzeit darstellt, wenn du gerade keine Zeit zum Kochen hast oder wie ich, kein Bock. Die Legende besagt, eine Portion hält 3 bis 5 Stunden satt ohne Tief. Und meiner Meinung nach ist das ein absoluter Blödsinn. Sorry, dass ich sag, ja, ich habe es mir selber auch mal gekauft. Ich finde, es schmeckt nicht schlecht, aber mich hält so um die 3 bis 5 Minuten satt. Es ist halt ein fucking Milch. Das ist halt Big Cap. Es ist halt wirklich Big Cap. Also das ist alleine schon von der Logik her, kann das eigentlich nicht stimmen. Weil, habt ihr mal von, wenn ihr hungrig seid, habt ihr mal 1/2 Liter Wasser getrunken? Das kannst du auch machen. 1/2 Liter Wasser trinken. Das ist ja Volumen, was sich in deinem Magen befindet. Und es ist immer so automatisch, wenn du viel trinkst, wenn du Hunger hast, dann ist dein Hunger erstmal gestillt, weil das in deinem Magen drin ist. Und mir kann wirklich keiner erzählen, ich weiß, dass es ein bisschen jetzt übertrieben ist von ihm. Also natürlich meint er nicht wirklich genau auf die Zeit gestopft, 3 bis 5 Minuten. Aber das ist Big Cap, weil Y-Food auch noch dickflüssig war. Ja, deswegen hat man es nicht so schnell getrunken. Das hat einen wirklich absolut satt gemacht. Ob es jetzt 3 bis 5 Stunden sind, weiß ich nicht. Aber ich kann wirklich, also aus eigener Erfahrung, natürlich war ich Partner, ja, aber wie bei allen meinen Partnern,
stehe ich auch immer zu den Produkten und benutze sie privat auch und bin da ja schon fast Fan von, ne? Wie bei Scuf Gaming ganz früher, Level Up und so. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Also 2 bis 3 Stunden wirklich locker. Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst, Ben Kremer, ja? Außerdem kostet dich gleich mal... Er ist einfach normal und sorgt dafür, dass ich mir etwas dabei habe. Einfach sich um die Ernährung kümmern und nicht so einen Scheiß kaufen. Ja, aber guck mal, und das ist wieder so ein grundsätzliches Problem, was ich jetzt auch nochmal ganz kurz ansprechen muss, bevor wir weitergehen in die Reaction. So Kommentare triggern mich auch immer in die Hölle. Ist doch schön für dich. Also, wieso beziehen manche Leute, nur weil sie ihr Leben in den Griff haben, das immer auf das Produkt und auf die gesamte Gesellschaft? Ich erzähle den Leuten doch auch so, auch wenn sich einer ein Bein gebrochen hat, beim Skateboarden, ja einfach nicht Skateboard fahren, dann brichst du dir auch kein Bein. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist ja so eine unfassbar unnötige, obvious Aussage. Jeder weiß es. Natürlich, wenn du Meal Prep machst, ja, wenn du billig einkaufst, Meal Prep machst, immer Reis und Hühnchen frisst oder auch ausgewogen isst, natürlich bist du dann besser versorgt und musst dir keine Ersatzmahlzeit kaufen. Aber Y-Food ist ja dafür gedacht gewesen, dass wenn du halt ein faules Stück Scheiße bist, aber irgendwie dann ein bisschen doch auf deine Ernährung achten möchtest, dass du dann dir ein Y-Food reinziehen kannst. So, weißt du, was ich meine? Nicht böse gemeint, Pleasure, ne? Aber das verstehe ich halt einfach nicht. Die Inhaltsstoffe sind größter Scam. Ja, nur Zucker drin gewesen. Nur Zucker drin. Klar wurde bei Y-Food auch getrickst, ne? Mit dieser Zuckerangabe. Da habe ich auch dieses TikTok drüber gesehen. Aber die Vitamine, die da drin waren und die Ballaststoffe, das ist kein Scam gewesen. Natürlich waren die da drin. Und es ist trotzdem besser, dir ein Y-Food reinzuziehen, als einen Döner zu fressen. Ich muss sagen, das fuckt mich schon immer so ein bisschen ab, dass Leute denken so, sie wissen das immer irgendwie besser. Es gibt nur, weil sie es anders machen. So, weißt du, was ich meine? Ich hab mir diese Terrine hingestellt von Y-Food und hab den Leuten erzählt, wie viel das kostet und die Leute, oh, davon gehe ich lieber einen Döner essen oder so. Natürlich gehst du davon dann Döner essen. Mach das doch, aber dann frisst du halt Scheiße. Wisst ihr, was ich meine? Das hat mich immer richtig geärgert. Natürlich ist ein Döner dann vielleicht, dann bin ich mehr satt davon und geiler, aber ein Döner hat auch 850 Kalorien und trieft nur vor Fett. Das ist jetzt hier mein Statement nochmal dazu. Natürlich habe ich mich jetzt gerade mehr reingesteigert, weil I do this for entertainment reasons, aber um das hier nochmal abzuschließen, Y-Food als Scam zu bezeichnen, ist Quatsch. Und da bleibe ich auch bei. Mal eine so eine Portion, geschmackige 4 Euro. Hier, die haben gerade Sale, okay? 24 Flaschen. Und so trinkst du halt Scheiße. Es stimmt halt einfach nicht. Es stimmt nicht, dass Y-Food scheiße ist zum Trinken. Oder dass das schlechte Ernährung ist oder dass es ungesund ist. Das ist einfach faktisch Cap. Ist es deutlich teurer, als sich selber was einen Smoothie zu machen? Ja. Ist es zu teuer für viele? Mit Sicherheit auch ja. Aber es ist so wie immer, wenn du Dinge selber machst, sind die immer billiger. Wenn du ein faules Stück Scheiße bist, bezahlst du immer mehr Geld, weil faul halt immer kostet. Flaschen 24 für 86 Euro, 3,59 Euro pro Flasche. Das ist auch mega geil, okay? Die haben auch 330 Milliliter Flaschen und die geben, warum auch immer, den Preis auch in Litern an. 10 Eugen. Wahrscheinlich bin ich einfach nur geizig, ne? Und jeder denkt sich jetzt, hey, ist eh voll gut. So, wenn man das jetzt wirklich startet. Ja, ey, und wenn du Pizza bestellen möchtest, ey, und dann kostet die 10 Euro, Alter, und boah, und dann holst du dir so die Zutaten im Supermarkt, Alter, dann ist das viel billiger. Boah, krass, oder? Dann kostet so eine Pizza auf einmal nur noch 2,50 Euro, eine ganze. Aber krass, boah, das ist echt teuer. Wenn einer Mahlzeit konsumieren würde, dann wäre das ja komplett okay. Na, 4 Euro für eine Mahlzeit, das sehe ich kein Problem damit, nur es ist halt... Also das ist halt, also das habe ich halt schon 1000 Mal gehört, also wirklich nicht böse gemeint. Also ich hoffe, er sieht die Reaction nicht, weil das kommt so vor, als ob ich den jetzt voll niedermachen würde. Oder als wäre ich noch Y-Food-Partner. Aber ich bin kein Y-Food-Partner mehr und ich habe nur einfach, weil ich halt schon lange Y-Food-Partner bin, musste mich halt schon voll oft mit diesen Argumenten auseinandersetzen. Das hat mich halt schon immer... übertrieben genervt. Das macht euch das wirklich satt? 2018 waren die beiden Gründer dann bei Höhle der Löwen. Das ist eine Show, wo du als Unternehmer halt quasi dein Produkt reinorgelst, ne? Und dann kannst du quasi darauf hoffen oder darauf spekulieren, dass irgendwelche von den Leuten, die dort sitzen, halt investieren. Ne? Das sind Investoren, investieren. Das Konzept ist das gleiche wie beim amerikanischen Shark Tank, beim britischen Dragon's Den oder natürlich beim österreichischen 2 Minuten, 2 Millionen. Ja, Gemütlichkeit ist immer teurer. Das Produkt auch als Massenprodukt, also wirklich ein Must-Have für jeden Haushalt. Okay, ganz kurz, gibt es überhaupt noch irgendeine Show, wo die militante Veganerin nicht drin war? Die Höhle der Löwen ist aber eigentlich ein sehr nices so Sprungbrett für Startup-Unternehmen. Ne? Die haben einige Produkte schon groß gemacht, wie zum Beispiel Waterdrop oder AirUp.
Warte. Boah, der war urgut. Das war First Try legit. Insgesamt hat Y-Food ein Investment von 200.000 Euro von Frank Thelen bekommen. Das, was hier passiert, sollte einen mehr oder weniger nicht wirklich verwundern. Aufgrund der Tatsache, wer der Investor ist. Grüße gehen raus nochmal. An Frank, die Seele einer Firma Thelen. Ich hoffe, bei den dazugehörigen Influencern, die sich damit auseinandersetzen, dass diese Investition von dieser Person vielleicht bei dem einen oder anderen Partner mal genauer beobachtet wird. Grüße gehen raus an Y-Food. Nicht schlecht, touché. Erster Call von Stay, den ich sehe, der strong war. Ist aber auch der einzige, muss ich sagen, bei dem ich jetzt höre, dass er das schon vorher gecallt hat, dass Y-Food vielleicht bei Nestle einsteigt oder Nestle bei Y-Food einsteigt. Nicht schlecht. Man zählt gegen einen Stay, auch wenn ich ihn grundsätzlich nicht so sympathisch finde. Was ihm natürlich auch egal ist. Ich nehme das keinerlei böse. Also danke für 2 Euro, ich nehme das keinerlei böse. Ich nehme generell wenig Dinge persönlich mittlerweile. Aus der Zeit bin ich wirklich raus. Das war anfangs bei mir so. Aber ja, ich vertrete natürlich trotzdem, nur weil ich jetzt kein Partner mehr von Y-Food bin, ist jetzt nicht so, dass ich auf einmal der Typ Influencer bin, der sagt, ja, schon immer scheiß Produkt gewesen oder so. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es ein gutes Produkt ist. Ja. Er hat auch gecallt, dass bei AirUp nicht mehr lange dauert, bis Nestle einsteigt. Nachher sagen, ja, war doch klar, dass Frank Thelen damit drin ist. Stay hat es vorher schon gesagt. Strong. ZGG. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ungefähr so müssen die Umsätze ausgeschaut haben für Y-Food. Pass auf. 2018 3 Millionen Euro. 2019 12 Millionen Euro. 2020 40 Millionen Euro. 2021 knapp 100 Millionen Euro und letztes Jahr um die 120 Millionen Euro Umsatz. Bist du... Bro, komm. Also das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Ich schreibe einfach Schätzungen dazu und dann kann ich einfach sagen, was ich möchte. Hä? Also aber jetzt wird's quatschig. Ich bin mal gespannt, was er noch sagt, aber... Das, also viel Quatsch in dem Video bisher, muss ich sagen. 3 Minuten 47 hat bisher gesagt, dass es billiger ist, sich selber Sachen, also dass es teuer ist, dass es quasi billig ist, sich selber Sachen im Supermarkt zu kaufen oder keine Ahnung was. Und irgendwelche Schätzungen einfach dahingeschrieben. Euro und letztes Jahr um die 120 Millionen Euro Umsatz. Bist du deppert? Um das Geld könnte ich mir fast in 2 Jahren... Und selbst wenn das stimmt, muss deine Quelle angeben. Vorrat an Y-Food kommt. Na, Spaß, hör mal auf damit. Steht ja bei denen auf der Website. Ja, aber muss doch trotzdem, also es ist doch Standard, muss doch trotzdem eine Quelle angeben, oder nicht? Das Münchner Foodscale-Up Y-Food hat im 6. Jahr seine Firmengeschichte, seinen Umsatz erneut auf rund 120 Millionen verdoppelt. Da ruder ich zurück. Trotzdem keine Quelle verlinkt. Das lernt man aber in der Grundschule. Na, 6. Klasse. Nehme ich zurück, ich heb die Hand, ich heb die Schere, wie die coolen Kids mittlerweile sagen. War meiner Trainer. Da war ich jetzt zuvor eingenommen. Für 2020 40 Millionen. Vielleicht ist man aber auch ein bisschen verwöhnt so von Rezo oder so. 20 Millionen Euro Umsatz. Bist du deppert? Um das Geld könnte ich mir fast einen 2-Jahres-Vorrat an Y-Food kaufen. Na, Spaß, hör mal auf damit. Aber warte mal. Muss man nicht verlinken, okay. Riecht dir das? Ist das Shisha? Nein, warte mal. Das riecht ganz nach... Gratis Doppelapfel-Shisha-Eis, den es bei jeder Bestellung bei Holy ab 30 Euro oben drauf gibt. Ganz richtig. Wenn du einen doppelten Whey-Shake trinkst, bist du günstiger und besser. Ja, aber ich habe auch ganz oft mit Y-Food gesprochen darüber. Denen war wichtig, dass die halt kein, die wollten kein Fitness-Shake sein. Die wollten, Mahlzeitersatz sein. Also deswegen, ja, aber natürlich hast du recht. Meine Freunde, man weiß nicht genau, wie viel Prozent Nestle jetzt wirklich an Y-Food erwerben wird, aber es ist auf jeden Fall ein Minderheitsanteil. Komplett fix ist es aber noch nicht. Anscheinend muss der Einstieg noch behördlich genehmigt werden, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas im Weg stehen wird. Aber warum ist Nestle jetzt eigentlich so verrufen und warum sind so viele Leute jetzt von Y-Food enttäuscht? Naja, für die 8 Leute, die es nicht mitbekommen haben, Nestle ist ein Konzern, der extrem viele Skandale hat. Ja, der wahrscheinlich bekannteste ist der Fakt, dass sie Lizenzen für Wasserquellen in armen Ländern kaufen, dort dann das Wasser abpumpen, über Umwege abfüllen und dann in Flaschen fertig weiterverkaufen. Die Menschen in den Ländern können sich die Wasserflaschen offensichtlich nicht leisten und durch das ganze Abpumpen wird der Grundwasserspiegel so weit hinuntergesenkt, dass sie nur noch die Option haben, aus irgendwelchen Flüssen oder aus anderen verseuchten Wasserquellen zu trinken. Ganz kurz nur, das hier ist die Zusammenfassung vom Wikipedia-Artikel. Das hier ist alles, was nicht Kritik ist. Und das hier ist der Kritikpart. Ich lese nochmal die Überschriften vor. Babynahrung, Gentechnik, Kinderarbeit, Menschenhandel, Zwangsarbeit. Unter Kategorien Kakaoanbau und sonstige Zwangsarbeit.
Unfairer Handel, Betrug und illegale Preisabsprachen, Tierversuche, Regenwaldzerstörung, Trinkwasser, Lebensmittelsicherheit, Unterstützung der weißrussischen Diktatur, Vorwurf der Unterstützung der russischen Diktatur und Sonstiges. Weil es immer noch Sachen gibt, die da nicht reinfallen. Was zum Beispiel noch unter dem Punkt Sonstiges reinfällt, hat der gute Parabelritter in seinen zwei Videos über Nestle sehr stark aufgearbeitet. Einer der Punkte, die er anspricht, sind die YouTube-Videos, die Nestle eigens produziert hat. Ja, ich sage das jetzt extra bewusst. Diese Videos sollten irgendwie das Firmenimage verbessern. Keine Ahnung, wem das eingefallen ist, ja, aber die Sachen, die da teilweise gedroppt werden, das ist wirklich gottlos. Und sie fragt im ersten Video, was genau ist Kinderarbeit? Ich meine, das erklärt einiges. Oh je, okay. Kinder. Nein, wenn man vorher Kinderarbeit definieren muss. Ach, Digga. Was genau ist Kinderarbeit? Ach, Digga. Mann, also. Ja, wir sind so verloren, wirklich scheiß drauf. Basti, danke für den vierten Monat. Willkommen zurück. Vielen Dank. Kuss. Kinderarbeit ist, wenn Kinder arbeiten. Zack. Was genau ist Kinderarbeit? Man unterscheidet zwischen erlaubter Kinderarbeit und nicht erlaubter Kinderarbeit. Das ist schon mal ganz wichtig. Also es ist nicht verboten, wenn Kinder leichte Arbeiten machen. Ein 14-Jähriger, der auf der Kakaoplantage mal nachmittags eine halbe Stunde hilft, Bohnen zu wenden. Das ist zwar schon eine Form von Kinderarbeit, aber es ist keine verbotene Form der Kinderarbeit. Und dabei wird... Was? Oh, Bruder. Boah, stell dir... Digga, wie... Also, das ist auch krank. Wie kann der nachts schlafen, oder? Ist das geil. Abends denen ins Hirn geschissen. Gute Aussage. Das ist gar nicht gut, wenn man da Grauzonen bei so einem Thema wie Kinderarbeit macht, Bruder. Kennt ihr so Faschos, so Nazis? Was? Das ist... Da kam jetzt noch was. Ich habe nur ein bisschen zu lange Pause gemacht. So, die dann so, ja, so, wenn dann einer so ein Hakenkreuz auf der Stirn tätowiert hat, am besten noch so mit rot unterlegt. Ja, also, das ist gar nicht für Nazi-Deutschland, das ist ein Symbol aus dem Buddhismus. Ja, also, es muss jetzt kein Nazi sein. Das sind das gleiche Schlagmenschen. Nahezu jedes Unternehmen hat Kinderarbeit in der Wertschöpfungskette. Was? Allein einmal, dass der Dude, sich da hinsetzt und dann sagt, ja, eigentlich hat eh jedes Unternehmen ein bisschen Kinderarbeit. Es kommt für mich so rüber wie, naja, Nestle hat Kinderarbeit, wer nicht? Weißt du, wer macht's nicht, ha? Der Haupttreiber bei Kinderarbeit. Und das beweisen. Eins im Chat, wenn ihr auch Kinderarbeit habt. Bei Level Up auch viel. Die einzelnen Körner werden da hinzugefügt. Es ist einfach, wisst ihr, was aber krass ist? Also man macht da jetzt Witze drüber, aber das hat Nestle einfach selber hochgeladen. Studien aus vielen Ländern ist tatsächlich die Armut. Armut. Ach was! Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ach was! Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, das Firmenimage damit aufzupolieren, indem man sagt, ja, Kinderarbeit gibt's ja überall. Vor allem, als ob sich dieser Typ da ernsthaft hinsetzt, ne, als Experte und dann sagt, naja, passen Sie mal auf, Kinderarbeit, eigentlich illegal. Bis zu einem gewissen Grad, ne, aber trotzdem. Ich verstehe schon, dass Nestle irgendwo so der Arbeitgeber ist von den Menschen und dass die halt komplett drauf angewiesen sind. Drum machen sie es ja auch für so wenig Geld. Aber ihr wisst schon, dass ihr einfach mehr zahlen könnt, oder? Wenn ich als Familie kein Geld habe, mir Hilfe auf der Plantage zu besorgen, kann ich eigentlich auf die Unterstützung der Kinder auf der Plantage nicht verzichten. Und das ist natürlich das, was wirklich ganz dramatisch ist. Ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Es ist wirklich schockierend zu sehen, dass das einfach ja nicht alles in Ordnung ist, ne? Und dass unsere Arbeit so wichtig vor Ort ist und auch zu sehen, wir machen wirklich tolle Sachen. Ja, Nestle ist ein Konzern, der muss gewinnorientiert handeln, gar keine Frage, aber das ist erstens nicht die Lösung dazu, die einzige Lösung, und zweitens, sich dann so hinzustellen, ne? Und zu sagen, ja, den Leuten, denen geht es so schlecht und die können gar nicht darauf verzichten, dass die Kinder für sie arbeiten. Zum Glück gibt es so... Ja, ich wollte gerade sagen, ich... Diese, so, ja, also die können da gar nicht auf Kinderarbeit verzichten. Und dann kommen wir ins Spiel. Mann, Alter, ich lach darüber, aber es ist so traurig. Das ist so Geigenhumor von mir einfach. Es ist wirklich schrecklich. Und überleg dir mal, wie viele Leute an diesem Video gesessen sind. Na, Script. Ja, das ist das Krasse. Gut, der Pitch auch davon, ne? Die saßen an so einem runden Tisch oder hatten irgendein Meeting bei TeamViewer oder keine Ahnung, wie das alles heißt. Und dachte sich einfach, jupp, das laden wir hoch. Schnitt und sowas, das muss ja noch irgendwer abgefertigt haben. Da sind so viele Leute dran gesessen und keiner hat gesagt,
Vielleicht schwierig. Nicht. Aber gut, so viel dazu. Was geht denn jetzt gerade bei Y-Food ab? Ein paar Creator sind jetzt schon abgesprungen. Zum Beispiel. Ach, Mann, Alter! Ja, ich bin wieder zu irrelevant. Ich fasse es nicht. Nichts mehr mit. Na, Chris, der Bastard war drin. Nee, jetzt zeige ich meinen Tweet auch nochmal. Ich war sogar der Erste. Ich war der Erste. Bin ich hier wieder im Video? Nee, bin ich nicht. Ja, also wirklich, wir brauchen die 100.000 Follower. Das kann nicht wahr sein. Ich muss sogar so weit runterscrollen. Warte kurz. Ich fasse es nicht. So, da ist mein Tweet. Vielleicht kann er ja nochmal nachträglich hier irgendwie eingefügt werden oder so. 219 Likes, scheiß drauf. Der ist ja wirklich gar nicht abgegangen. Zum Beispiel Ungarn Spaß, alles gut. Hat gesagt, dass er in Zukunft nichts mehr mit Y-Food zu tun haben wie das. Ey, ich muss keine Strafe zahlen, weil ich früher aus dem Vertrag bin. Nee. Klingt so böse. Dass er halt nicht mehr werben will. Na, auf der anderen Seite zum Beispiel ein Fritz Meinecke hat dann gleich am nächsten Tag wieder eine Story, also eine Werbung für Y-Food gepostet. So, und wem das nicht passt, ja, der soll mich deabonnieren. Und ihr seid mal froh, dass ich nicht alles sage, was ich denke, weil dann hätte ich gar keine Partnerschaften mehr. So. Oh, Junge, fucking Fritz, Alter. Und halt jeder, wie er will. Ja? Ich will ihn dafür überhaupt nicht irgendwie an den Pranger stellen oder sonst irgendwas. Ich persönlich, ich bin jetzt jemand zum Beispiel, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe selber auch Nestle-Produkte schon gekauft. Die haben halt auch so viele Marken, so da kannst du halt auch einfach nicht den Überblick behalten. Denen gehört, pass auf, Maggi. Wer jetzt dachte, dass ich mir das gerade ausgedacht habe, das hat Fritz tatsächlich selber in seine Instagram-Story gepostet und dachte, das ist ein guter Post für Instagram und hat das hochgeladen. Wagner, KitKat, Nescafé, Cinemini, Smart. Wagner ist belastend, ne? Wagner ist wirklich belastend, dass das von Nestle ist. Dies Nesquik, Felix, Bruder, sogar L'Oreal gehört ja, zu all das denen. Kracht Nestle auch verfügt nach eigenen Angaben weltweit über 2000 Marken. Halt die Tür zu. Du kommst halt irgendwann auch gar nicht mehr so drum rum, dass du ein Nestle-Produkt kaufst, wenn du jetzt nicht die ganze Zeit permanent im Markt stehst und irgendwas nachgoogelst. Aber mir geht's halt darum, dass sich jetzt alle Werbepartner von Y-Food darüber bewusst sein müssen, in was für ein Unternehmen sie Geld reinpumpen. Na, wer wirklich von ihnen profitiert, von ihrer Werbung. Ich persönlich, ich wollte... Wollwig ist von Nestle, bist du sicher? Ich dachte zum Beispiel auch Milka ist von Nestle. Chat, muss ich mir eigentlich, also auch ein YouTube-Story, muss ich mir Sorgen machen, dass mein Chat wirklich jeden einzelnen Werbespruch von Danone kennt. Aber ich glaube, Wollwig ist nicht von, also ist nicht, also Nestle ist da nicht mit drin. Prinzipiell unterstütze ich natürlich die Dinge, die Nestle tut, aber ganz ehrlich, jeder von uns hat Unius Nestle-Produkte, weil die bei so vielen dabei sind. Und nur weil Y-Food jetzt dort ist, ist die Idee Y-Food ja nicht scheiße und trotzdem usable. ich glaube, ihr meint Dings, bevor ich dazu was sage, Wittel, ne? Wittel ist nämlich Nestle. Ich glaube, du hast das verwechselt. Wieso? Wollweg nämlich nicht, Wittel. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, Wollweg, bester Mann. Nochmal ganz kurz zu dem, was du gerade geschrieben hast. Ich bin bei dir und das habe ich ja auch eingangs öfters erwähnt, dass ich von der Idee von Y-Food immer noch überzeugt bin, sonst wäre ich auch kein Partner gewesen. Ne? Da ändert jetzt Nestle auch nichts dran. Deswegen habe ich das Produkt beworben, deswegen habe ich das Produkt selber konsumiert, weil ich auch Fan davon bin. Ne? Ich habe selber gerne genommen. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, ich finde es jetzt nicht so schwer, regelmäßig auf Nestle-Produkte zu verzichten. Klar muss man sich da vorher erstmal ein bisschen informieren, aber so schwer ist es jetzt auch wieder nicht, erstens. Und zweitens, das, was ich als erstes gesagt habe, finde ich. Ich wollte früher schon keine Werbung für Y-Food machen, weil ich jetzt einfach so das Produkt nicht so unglaublich feiere. Na? Und auch heute weiß ich mache keine Werbung mehr für Y-Food, weil aus meiner Sicht ist Nestle halt einfach kein gutes... Parabel, Ritter, du kannst mich noch nicht so erschrecken. Da muss ich ja gleich noch einen Schluck Holy Energy trinken. Freunde, lasst mich wie immer gerne wissen, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Lasst mir auch gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Viele Leute. Eine nette Zusammenfassung auf jeden Fall. Entschuldigung, Ja, das kam jetzt wieder ironisch rüber. Ich muss sagen, ich war ein bisschen gemein in der Reaction am Anfang. Und das mit dem Heiz gerade war, da ich tatsächlich noch Koronski habe. Also hatte, ich bin negativ, aber trotzdem. War das eine gute Zusammenfassung? Das am Anfang hat mich halt ein bisschen getriggert, weil es irgendwie so eine leere Tatsache ist, dass vorgefertigtes Essen teurer ist, als wenn man sich das selber zusammenstellt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, war halt eine Zusammenfassung. Er hat irgendwie das gesagt, was halt schon passiert ist. Dann hat er reingeschnitten, was Stay gesagt hat und dann ganz viel vom Parabelritter ins Video gepackt, was er rausgesucht hat. Aber, und dann halt seine Meinung dazu gesagt. Hat jetzt aber trotzdem, gute Zusammenfassung. Oh,